So, wieder hallo und herzlich willkommen zurück zu einem wunderbaren weiteren Video hier auf meinem Channel. Und heute reden wir mal wieder ein bisschen über Forza Motorsport. Es gibt an sich ja keine neuen Infos oder Neuigkeiten oder Updates oder. Die Jungs und Mädels von Playroom Games, von Turn 10, ja, wollen uns ja nach und nach eben jetzt bis zum Release zum Spiel updaten. Gut, ein Release-Datum haben wir noch nicht. Das Spiel soll einfach dieses Jahr kommen und das ist bisher alles, was wir wissen zum, ja, neuen Forza Motorsport-Ableger. Und ja, es gibt wieder ein bisschen komische Neuigkeiten oder komische News und so ein paar Red Flags, die sich so nach und nach für dieses Spiel für mich aufmachen. Versteh mich nicht falsch, ich habe richtig, richtig Bock auf Forza Motorsport, vor allem, weil letztes Teil richtig lange her ist und einen richtig schönen Track Racer von Forza fände ich schon wieder geil. Ich bin großer Fan von Forza Motorsport 1 bis 4. Danach ging es ein bisschen bergab. Ich fand die Spiele immer recht solide, aber dann natürlich nicht mehr so geil und hat natürlich jetzt ein bisschen Hoffnung, dass der neue Forza Motorsport Teil vielleicht wieder da anknüpfen kann, wo wir vor einigen Jahren mal waren. Und das wäre natürlich super, super cool. Und dementsprechend, wie gesagt, ja, habe ich natürlich Bock drauf. Vor allem so als Konkurrenzprodukt zu Gran Turismo wäre das natürlich auch was Nices. So, das Problem ist, ich hatte schon so ein paar Sachen in Gameplays und Präsentationen, die mich hier und da gestört haben. Auf die gehen wir jetzt erstmal kurz ein, bevor ich auf die neuesten News gehe, die schon sehr schwierig ist, wenn man sie beachtet. Nämlich haben wir ja in letzter Zeit einen größeren Präsentation bekommen, eine größere Präsentation von dem Xbox und Bethesda Showcase, wo verschiedene Studios, unter anderem eben Turn 10, ja ihre Spiele präsentiert haben. Und Turn 10 hat da sehr, sehr viel über die Technik gequatscht und ich persönlich, ich bin keine Person, die mit diesem ganzen Technik-Blabla irgendwas anzufangen weiß oder der diese Technik-Blabla irgendwas bedeutet. Ey, wir haben vierfach hier, 50 macht da und 20 mal hier und dann ist auch noch viel besser als hier und da. Das ist mir scheißegal. Eine Aussage wie, boah, spielt sich richtig geil, wird mir sogar mehr bringen, als wenn sie sagen, fährt sich jetzt 20 mal besser als der letzte Teil. Das bringt mir nichts. Es ist schön zu wissen und ich finde auch gut, dass hier Entwickler damit so viel Enthusiasmus rangehen. Das juckt mich halt einfach nicht. So, und in dem letzten Präsentation gab es zwei Punkte, die mich wirklich sehr, sehr gestört haben. Einerseits haben sie ja mehrfach immer jetzt schon gesagt, dieses Spiel wurde von Ground Up gebaut. Ich glaube, es hat sich mittlerweile ein bisschen wieder geändert. Also sie sind nicht mehr von Grund auf ein neues Spiel entwickelt. Sie haben sehr, sehr viel neu entwickelt. Und diese Grundaussage am Anfang immer, ey, wir haben vom Grund aus ein neues Spiel gebaut, haben wir in halt vielen Trailern und Gameplays mit da wieder widerlegen können, dass das relativer Quatsch ist, wenn man liebevoll ausdrückt. Ich vermute, klar, die Fahrphysik im Hintergrund und auch alles, was im Hintergrund brechen wird, das wird für Forza Motorsport vermutlich wirklich neu gebaut worden sein und nicht vom letzten Forza Motorsport Teil übernommen worden sein. Aber natürlich für mich heißt, wir bauen das Ding von Grund auf, heißt wirklich, wir bauen das Ding von Grund auf und machen alles neu. Klar, heißt das natürlich für Fahrzeuge und so immens viel Arbeit, aber dadurch hat man auch wirklich gewährleistet, dass man die maximale Qualität rausholt. Und natürlich, vor allem als einen der Vorzeigetitel der Xbox, sollte das natürlich ein Titel sein, der auch wirklich alles rausholt aus dieser Hardware. Gran Turismo hat das grafisch und auch fahrzeugmodelltechnisch bewiesen, dass das geht. Klar, das Spiel hat hier und da seine anderen Problemchen, aber eben vom technischen Standpunkt kann man nichts anderes sagen, dass Gran Turismo 7 absolutes Brett ist, vor allem eben auch in Bezug auf VR und sowas. Und da muss ich Forza natürlich auch den Vergleich gefallen lassen, wie sind die Models. Wir müssen natürlich sagen, Forza Motorsport ist natürlich jetzt momentan noch nicht fertig entwickelt. Also wir sind noch nicht an dem Punkt, dass Forza Motorsport 100% durch ist. Die sind immer noch in der Entwicklungsphase, da kann sich Sachen ändern. Wobei ich bei manchen Sachen dann einfach nicht diesen positiven Punkt sehen würde. Ja, aber du musst doch bedenken, das Spiel ist noch in der Entwicklungsphase, da könnte sich noch bis zum Release ein bisschen was tun. Das ist gewissermaßen richtig, aber wenn ich dann in diesem Gameplay diesen Mercedes 190 Evo 2 sehe und mir denke, holy fucking shit, aus welchem Teil haben wir dieses Modell gegriffen? Es dürfte mittlerweile Forza Motorsport 2, 3, 4 sein, also dementsprechend eine Ewigkeit her, dann glaube ich an manchen Aussagen nicht so viel Wahrheit dran ist. Das einfach, wir haben von Grund auf aufgebaut, ist in dem Fall dann einfach Bullshit. Klar können wir sagen, ja, vielleicht wird das Modell ja bis zum Release noch geändert, aber das wäre schon sehr komisch, wenn sie zeigen, oh, wir haben so geile Grafik und dann zeigen sie ein nicht fertiges Modell. Das halte ich für sehr, sehr unwahrscheinlich, weil sie haben viele neue Fahrzeuge reinbekommen und die sieht man in den Trailern, haben auch ein ganz anderes Qualitätslevel, wie der Mission A von Porsche. Man sieht diesem Fahrzeug einfach an, dass dieser Wagen natürlich neu gebaut worden ist, den gab es vorher im Forza nicht und den sieht man diesen Qualitätsstandard auch an. Warum dann nicht diesen Wagen in dem Gameplay-Schnipsel zeigen und dann den Evo 2 präsentieren, der von den Scheinwerfern einen Detailgrad hat, der jenseits der 360-Ära entstanden ist, was wirklich peinlich ist, muss ich sagen. Ich finde es persönlich wirklich komisch, dass sie diesen Ausschnitt zeigen, weil in solchen Gameplays und Trailern willst du dich ja von der guten Seite zeigen, vor allem, wenn dein Blabla im Hintergrund ja Sachen erzählt, die dann ja im Gameplay in dem Moment nicht stimmen. Das passt ja einfach nicht zusammen. Und da nehme ich, wie gesagt, auch nicht in Kauf zu sagen, ja, aber die sind doch in der Entwicklungsphase. Ich sage euch, der Evo 2 wird genauso im Spiel aussehen. Also dementsprechend vom Modell mittlerweile, ja, ein bis zwei Konsolengenerationen alt und bräuchte dringend mal ein Update. Und dann würde ich auch einfach hinnehmen, wenn sie sagen, ja, wir haben den Wagen jetzt aktuell nicht drin, weil wir bauen dieses Fahrzeug komplett neu. Wir würden den Evo 2 gerne im Spiel haben, aber den müssen wir gerade von Grund auf neu aufbauen. Das wäre für mich fein, dass man dann sagt, okay, der braucht ein bisschen, wir bringen ihn später rein, aber dadurch wird das Model halt wirklich so, wie man das vorstellt.
So hat Turismo und Need for Speed Unbound das bessere Evo 2 Modell im Spiel. Und das ist natürlich schon, brauche ich nicht überreden, wirklich insane. Ja, dann geht es noch ein wichtiger Punkt um Customization. Haben sie ja auch im letzten Trailer drüber geredet. Jo, wir haben hier krasse Customization reinbekommen, neue Tuning-Teile, alles drum und dran, pipapo. Und dann zeigen in dem Moment ein Mazda MX-5, wie gesagt, Model, brauchen wir auch nicht überreden, Evo 2 Standard, bla bla bla. Und zeigen an diesem Fahrzeug die Tuning-Teile, die seit Anno dazu mal drin sind, sagen Forza Aero. Also sie reden darüber, dass sie neue Customization drin haben und zeigen keine neue Customization. Das verstehe ich nicht. Das ist für mich dann, ich habe dieses Gameplay habe ich im Nachhinein, ich habe nicht gerafft, warum wer das zusammengestellt hat, gedacht so, das klang präsentationstechnisch vernünftig. Nein, das ist nicht. Das ist wirklich, wirklich weird. Also das, wie gesagt, haben mich schon zwei Sachen, die mich an der letzten Präsentation sehr, sehr stark gestört. Und jetzt, ja, ist im Forum noch was passiert. Die Jungs und Mädels haben nach der letzten Präsentation, nach dem Developer Direct eben auch, ja, die wunderbare Fahrzeugliste veröffentlicht. Und da einfach gesagt, ey, die und die Fahrzeuge sind jetzt in dem Spiel drin. Beziehungsweise das sind die Fahrzeuglisten, die wir euch erstmal zum Release auf jeden Fall garantieren können. Und dann kam von einem der Turn-10-Leute leider nochmal die Ansage, Editor's Note am 2. März nebenbei, also über einen Monat nach Release dieses Showcases, we've updated this block to remove mentions of Thumbguard that will not be available in the base Forza Motorsport game. We will share more in the future when those vehicles will be coming to Forza Motorsport and how they can be obtained. We apologize for any confusion. Ja, es wurden nämlich 6 Fahrzeuge aus dieser Liste entfernt. Gut, jetzt können wir meinen, die sind vielleicht noch nicht fertig, diese Fahrzeuge brauchen mehr Arbeit oder vielleicht lizenztechnische Gründe. Ja, das könnte man meinen. Problem ist, die Fahrzeugliste oder die Fahrzeuge, die gestrichen worden sind, sind sehr, sehr präsent gewesen bisher in Forza Motorsport. Ja, das Spiel ist noch gar nicht draußen. Ja, in den Präsentationsmaterialien, die Turn 10 bis jetzt präsentiert hat. So sind unter anderem der 2018er Audi R8 LMS GT3 mehrfach zu sehen auf Screenshots, in Gameplays, vor allem auch in der Demo, wo sie Raytracing gezeigt haben, das Schadensmodell gezeigt haben. Das Schadensmodell zeigen sie an diesem R8 GT3, der nicht im Spiel drin ist. Dann haben sie den 2021er Cadillac, eben aus der, Langstreckenrennserie, der ist auch sehr oft schon präsentiert worden, auch im Fortuna Monthly wurde dieser Wagen explizit gezeigt und drauf eingegangen, auch nicht drin. Und auch ein Auto, was sehr prägnant drin war, ist der 2019er Ginetta, der auch in dieser Technik-Demo mit dem R8 drin war und wo man den ganzen Motorraum detailliert gezeigt hat. Also das Thema mit diese Fahrzeuge sind nicht fertig, brauchen wir in dem Moment, glaube ich, jetzt nicht mehr aufreißen, dass diese Fahrzeuge nicht fertig sind. Auch der Porsche 935, den ich absolut insane finde, ist nicht drin, Porsche 956 drin, nicht drin und der Langstreckenwagen von OEK auch nicht drin. Es sind 6 Fahrzeuge, die halt gestrichen worden sind. Klar, die Fahrzeugliste ist immer noch gut, aber das sind zum Beispiel 6 neue Fahrzeuge für Forza Motorsport, die zum Release nicht drin sein werden. Und das wäre ja an sich erstmal nicht schlimm. Ich habe kein Problem mit Auto-DLCs, ich habe kein Problem mit Erweiterungen, habe ich gesagt, wenn das Spiel vernünftig ist, habe ich auch kein Problem damit, wenn ich Erweiterungen, neue Fahrzeuge kriege, dafür vielleicht ein oder andere Euro hinzulegen. Das ist kein Thema. Normalerweise sind aber solche Fahrzeuge, die nachträglich zum Release reinkommen, natürlich nicht Teil der Grundliste des Spiels vorher und natürlich des Marketing des Spiels. Das ist das große Problem. Wären diese Fahrzeuge gar nicht erst in der Liste aufgeteilt, wären vorher gar nicht gezeigt worden, dann wäre das cool gewesen. Ey, guck mal, hier werden wir 935, wir haben eine 8, bla bla bla, hier ist ein DLC, da sind die drin. Da hätte keiner was gesagt. Problem ist, sie waren in dieser Liste drin und vor allem waren sie sehr, sehr großer Bestandteil eben des bisherigen Gameplays, der bis aktuellen Präsentation des Spiels. Der OEK ist sogar, glaube ich, immer noch Titelbild des Twitter-Accounts von Forza Motorsport und ist immer noch nicht rausgenommen worden, weil eigentlich hat er ja mit dem aktuellen Spiel jetzt nichts zu tun. Und ist natürlich die Frage, wie kommen diese Fahrzeuge rein? Natürlich könnte es einfach sein, die kommen nachträglich mit dem Update ins Spiel rein, könnte sein, aber wie gesagt, dieses Thema mit die Fahrzeuge sind nicht fertig ist halt Bullshit. Oder, was natürlich auch sein könnte, sie kommen als DLC rein. Und das wäre natürlich dann sehr komisch frech, dass die Dinger im Basisspiel auf jeden Fall drin sind und dann auf jeden Fall rausgenommen worden sind, um sie dann per DLC reinzubringen. Und das wäre eben dieses komische Ding. Wie gesagt, ich hätte kein Problem, wenn die als DLC gekommen wären, wenn wir gar nicht gewusst hätten, dass die in der Basisliste erst angebracht waren. Das ist das Problem. Wie gesagt, an sich DLC kein Thema. Hätte man diese 6 Fahrzeuge vorher nie gesehen, würde da auch keiner groß rumkrakehlen. Aber sie waren in der Liste, sie sind im Gameplay drin und wurden jetzt rausgenommen, um sie später wieder ins Spiel reinzubringen. Und ein Lizenzding fällt bei vielen dieser Fahrzeugen einfach eindeutig flach, weil dafür wurden sie zu stark vermarktet und sind zu divers. Es ist einfach keine eigene, ganz komplette Rennserie, die sich ergibt, kein kompletter Hersteller. Es ist querbeet, was hier rausgenommen worden ist. Und es ist wirklich eine weirde Entscheidung, muss ich sagen. Und macht mir so ein bisschen Sorgen, weil, wie gesagt, wir haben neue Fahrzeuge im Spiel, aber davon sind
sechs Stück jetzt schon wieder nicht zum Release drin und wir haben relativ wieder einen recht alten Fuhrpark, wenn es so weitergeht. Und ich bin sehr gespannt, wann die Jungs von Turn 10 sagen, wie diese Fahrzeuge bekommbar sind. Weil bisher haben sie nur gesagt, zu einem späteren Zeitpunkt euch Bescheid, wie ihr diese Fahrzeuge bekommen könnt. Natürlich können die sagen, hier im Day One Patch kommen die rein, obwohl dann werden sie Teil dieser Fahrzeugkiste nicht mehr. Sie können Teil des Carpasses sein. Es gibt ja immer wieder bei Forza, wenn man den Premium-Pack holt oder sowas, so ein extra kleines Carpack, was man dazu bekommt, das könnten diese Fahrzeuge sein. Nur wie gesagt, das Hauptproblem ist in dem Fall, dass mit diesen Fahrzeugen vermarktet worden ist, dass mit dem Spielfahrzeug das Spiel präsentiert worden ist. Und das einen sehr, sehr komischen Fadenbeigeschmack hat, wenn man das so rangeht und sagt, jo, wir haben diese Fahrzeuge, hier sind sie im Spiel, ihr seht, wie die fahren, wie gut der Ginetta im Motorraum aussieht. Nein, die sind nicht zum finalen Spiel drin, aber wenn ihr ein bisschen Geld ausgibt, könnt ihr die am Ende doch haben. Wie gesagt, es spricht noch keiner davon, dass sie jetzt per DLC reinkommen, aber die Vermutung liegt leider sehr nahe, wenn sie nicht sagen, wie die Dinger bisher obtainable sind oder bekommbar sind. Es ist wirklich sehr, sehr weird. Und momentan, wie gesagt, ich hab Bock auf das Spiel, aber ich bin sehr, sehr vorsichtig. Das ist genauso wie beim Tester von Limited, beim neuen, wo sie sechs Screenshots zeigen und zwei davon sind Konzeptart, was mir ein mulmiges Gefühl gibt. Und hier bei Forza genauso. Wir haben das Spiel von Grund auf neu aufgebaut, zeigen alte Fahrzeugmodelle. Wir haben neues Tuning, zeigen altes Tuning. Und dann eine Fahrzeugliste, die mit einigen schönen Autos erweitert worden ist. Und davon sind dann schon wieder sechs nicht mehr im finalen Spiel drin. Das ist irgendwie alles ein bisschen sehr komisch. Vor allem, wenn man bedenkt, das Spiel hätte letztes Jahr kommen sollen, wurde dann auf Frühling dieses Jahr verschoben, wurde dann jetzt nochmal verschoben. Und dann haben wir noch solche weiteren Zeichen drüber rum. Und das macht mir ein bisschen Sorgen um das Spiel, weil das Spiel ist schon sehr, sehr lange in Entwicklung und klar, ich habe verstanden, wegen Forza Tech Engine, bla bla bla, im Hintergrund ist viel zu tun und es gab sicher das ein oder andere Problem in der Entwicklung, aber das sind schon sehr viele Stolpersteine, die hier bei Forza Motorsport sich selbst in den Weg gelegt werden und ich hoffe partout, dass wir am Ende einfach falsch liegen und das Ding absolutes Brett wird und wir uns super freuen können, das kann natürlich der Fall sein, aber natürlich die Zeichen momentan einem nicht so viel Hoffnung machen. Und es ist wirklich sehr, sehr schade, dass viele Rennspiele momentan einfach das Problem haben, irgendwie die Community so mitzunehmen, wie man sich das wünschen würde. Und das ist im ganzen Rennspiel auch so, muss man ganz klar sagen. Es gibt kein Rennspiel, was momentan alles richtig macht. Keins. Wie gesagt, Gran Turismo hatte seine komischen Bezahlmöglichkeiten, hatte seine Lose, die beschissen sind und und. Also wir haben, wie gesagt, es ist überall irgendwas. Nur eben jetzt dieser Weg zum Ziel hin bei Forza Motorsport schon sehr weird. Vor allem weil wir vor allem auch sagen müssen, wir haben 2023 als Ziel, aber noch keinen irgendwie, haben nicht Herbst oder Winter oder sowas, sondern es ist einfach nur 23, weil ich vermute, dass man sich selbst noch nicht sicher ist, wann man das dieses Jahr schafft. Ich bin gespannt. Wie gesagt, es soll das Vorzeigespiel der Xbox sein. Es soll zeigen, was die Series X auf dem Kasten hat. Aber ich habe so langsam ein bisschen die Bedenken, dass das vielleicht am Ende doch nicht so kommen könnte. Ich meine, ich habe Bock drauf, ich werde es natürlich auch spielen, aber sie haben viel gut zu machen. Wir haben viel, viel gut zu machen. Forza Motorsport 7 war halt überhaupt nicht, was man sich gewünscht hatte. 6. Teil war auch so lala, über den 5. reden wir nicht. Und ich bin momentan jetzt ja im Stream immer den 4. Teil im Spielen und merke, wie gut Forza mal war und wie verliebt ich in das Spiel bin. Jetzt nicht über die Progression geredet, Forza Motorsport 4 ist in der Karriere jetzt auch nicht unbedingt der Spannungsbrecher. Das ist auch einfach Rennen nach Rennen, aber der Umfang und so ist halt einfach wahnsinnig. Und da hat Forza für mich einfach anzuknüpfen, weil das ist halt der Maßstab, den die Serie sich vor einigen Jahren selbst gesetzt hat. Ich finde, an die sollte man noch anknüpfen. Aber mich würde es mal interessieren, was ihr davon haltet. Schreibt mir gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare, würde mich interessieren. Ich packe euch den Forumslink natürlich in die Videobeschreibung, da könnt ihr das gerne mal selber nachlesen und den alles anschauen. Und ja, ich werde damit auf jeden Fall raus. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein, bis dann und tschö, tschö. Clear out the room, I'm coming through. They wanna see what I'm about. Yeah, I got skills, do it for the thrill. I'm on a paper route. Extra, extra, read about it. I'm today's trying to tap it. I put commas over bullshit. Yeah, I put that.